Wie interpretieren Sie das Verdikt vom Stimmbürger, Stimmbürgerin heute zu der Verkehrsinitiative? Ja, das ist ein überdeutliches Signal für die rot-grüne Verkehrspolitik, für mehr Lärmqualität, für mehr Klimaschutz. Ich glaube, die Botschaft ist klar, die wir heute alle gehört haben. Das Abstimmungsresultat, wenn wir es jetzt zur Kenntnis genommen haben, zeigt, dass es uns offenbar nicht gelungen ist, breite Kreis von dieser Allianz, die uns unterstützt hat im Rahmen des Abstimmungskampfs, dort die Stimmen zu mobilisieren. Das muss man ganz klar feststellen am heutigen Tag. Die Allianz war so breit, dass es durchaus im Bereich des Möglichen war, dass wir hier ein anderes Resultat hätten herbeiführen können. Aber das ist uns offensichtlich nicht gelungen. Wir freuen uns sehr, dass auch der Gegenvorschlag, den wir gestützt haben, so klar durchgekommen ist. Was ist Ihre Interpretation? Warum ist das so rausgekommen? Ja, ist ja schon sehr deutlich. Also bis weit ins bürgerliche Lager hat man die Initiative abgelehnt. Meine Interpretation ist quasi, dass man weiter will fahren so mit einer ökologischen Verkehrspolitik, mit einer Verkehrspolitik, die die Lebensqualität stützt und die Rücksicht nimmt, dass wir halt einen engen Raum haben in Basel, wo aber auch doch im Auto eine angemessene Rolle einräumt. Das sieht man, dass der Gegenvorschlag nicht ganz so deutlich angenommen worden ist. Es ist sehr klar, die Stimmvolk stützt die baselstädtische Verkehrspolitik so wie sie ist, dass man versucht, die schwachen Verkehrsteilnehmer zu schützen, die Fußgänger und die Velofahrer, dass man auf den öffentlichen Verkehr setzt und natürlich den Autoverkehr auch dort zulässt, wo noch Sinn macht. Was heisst das jetzt für die künftige Verkehrspolitik in Basel? Ja, eben, jetzt haben wir einen Gegenvorschlag, der wahrscheinlich angenommen wird. Der geht ja eigentlich vor, wie es soll laufen, dass man platzsparende Mobilität soll fördern soll. Und das ist gut. Weil, wenn wir eine Stadt sind, die wachsen will, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass der Platz vorhanden ist. Und das kann man nur machen, indem wir eben gescheite, zukunftsverträgliche Mobilität fördern. Es ist das Gegenteil von dem herausgekommen, was Sie haben wollen. Super, gell? Ja, es ist natürlich nicht erfreulich, wenn wir zur Kenntnis nehmen, dass beide Vorlagen abgehen, dass der Gegenvorschlag, der Pseudo-Gegenvorschlag, angenommen wird. Es ist allerdings in diesem Umfeld, das muss ich ganz offen und ehrlich sagen, zu befürchten gewesen, dass er kommt. Aber es ist, wie es ist. Wir haben eine Frage gestellt, wir haben jetzt die Antwort gekriegt und werden uns mit Blick in die Zukunft müssen überlegen, wie wir mit diesen Themen umgehen. Ab wann muss ich jetzt das Auto teilen, wenn ich nach Basel fahre? Das werden wir jetzt festlegen, wenn wir das umsetzen, den Gegenvorschlag. Aber ich glaube, er ist sehr gut umsetzbar und wir werden eine Lösung finden. Gibt es heute Champagner? Ja, vielleicht nicht gerade jetzt, wir müssen noch eine Medienmitteilung schreiben, aber wir werden sicher noch feiern heute. Ja, danke schön.